Drehstromantriebstechnik für Schienenfahrzeuge ist heute selbstverständlich. Moderne Leistungselektronik erzeugt aus so gut wie allen Strom- und Spannungsarten Dreiphasenwechselstrom. Bereits ab 1901 wird auf einer Versuchsstrecke der Drehstromantrieb mittels einer seitlichen dreipoligen Oberleitung erprobt. Die Ergebnisse sind vielversprechend, doch die Oberleitungskonstruktion viel zu aufwendig. Nach Versuchen mit den drei Lokomotiven vom Typ DE2500 werden 1979 in Deutschland mit der Baureihe 120 die ersten Hochleistungs-Drehstrom-E-Loks auf die Gleise gestellt. Sie sind später Basis für die Serien 120, ICE-Triebköpfe und weitere Drehstrom-E-Loks. Wir haben in den Geschichtsbüchern geblättert und erklären Ihnen die Drehstromantriebstechnik. Beginnend mit der Baureihe 120 zeigen wir die Entwicklung bis hin zur modernen Viersystem-E-Lok. Dreiphasen-Wechselstromantrieb in 58 Minuten.